Hallo ihr Lieben, ich sitze schon eine Stunde vorm Rechner und ich bin so im Licht und in der Kommunikation, dass ich gar nicht so richtig dazu komme, bisher diese Lektion aufzusprechen und mit euch in der gegenwärtigen Reflexion dieser Instruktion von außerhalb von Raum und Zeit zu gehen. Aber da, hier sind wir. Und Gott gibt nur, das heißt, es ist nichts sozusagen jetzt beendet und das war's und ab hier geht nichts weiter, sondern jetzt fängt es gerade erst an. Meine Heiligkeit ist meine Erlösung und das Geschenk, was wir uns machen, ist, dass wir quasi erlauben, mit einer geistigen Haltung hierher zu kommen, in der uns gegenwärtig etwas Neues gezeigt wird und das bisherige Verständnis zwar irgendwo dienlich ist, irgendwo uns eine Orientierung gibt, aber es soll uns nicht dienen, um etwas vorwegzunehmen. Dein Verständnis vom Kurs, dein Verständnisgewinn dieser Lektion, dieses Übungsbuches basierend, soll keine Prognose werden für das, was du jetzt erfährst, sondern einfach nur dienlich, damit du offenen Geistes sein kannst, ich offenen Geistes sein kann, hier in einen gegenwärtigen Moment zu gehen, den du sagst, hey, das, was ich kenne aus Zeit, das, was ich kenne aus meinem Kopf heraus, das wird jetzt transzendiert. Dafür bin ich hier. Meine Heiligkeit kennt keine Zeit und daher kenne ich keine Zeit. Und die Erlaubnis, die du dir gibst, ist, ich lasse mich erreichen von jenseits von Zeit, jenseits von Vergangenheit und Zukunft. Und erlaube, dass der Ort, von dem Jesus spricht, der Ort, an dem diese gesamte Welt vergessen ist, zu meiner Präferenz in meiner gegenwärtigen Erfahrung wird. Das heißt nicht, dass du dich anstrengen musst, dass du dich zwingen musst oder knebeln musst, damit nur dieser Ort übrig bleibt, sondern dass du die Fesseln fallen lassen kannst, mit denen du sagst, ich muss aber in meiner bekannten Begrenzung, meiner bekannten Bubble, meiner bekannten Gitterstabsumgebung bleiben, sondern kann hier heraustreten, denn dieser Moment ist komplett neu, die Vergangenheit ist vorbei. Und Jesus spricht hier eine ähnliche Sprache, verwendet aber die Begriffe Schuld und Hölle. Wenn Schuld die Hölle ist, was ist dann ihr Gegenteil? Und er stellt eine einfache Frage. Und wir werden gleich sehen, dass das scheinbar schwierig zu beantworten ist. Wenn Schuld die Hölle ist, was ist dann ihr Gegenteil? Wie der Text, zu dem dieses Übungsbuch geschrieben wurde, sind die Leitgedanken, die für diese Übung genutzt werden, ganz einfach, ganz klar und völlig unzweideutig. Wir befassen uns weder mit intellektuellen Glanzleistungen noch mit logischen Spielereien. Wir beschäftigen uns nur mit dem völlig Offensichtlichen. Danke für diese Klarstellung, Jesus, dass in den Wolken der Komplexität übersehen worden ist, in denen du denkst, dass du denkst. Nochmal. Wenn Schuld die Hölle ist, was ist dann ihr Gegenteil? Das ist sicherlich nicht schwierig zu beantworten. Na, und er spielt darauf an, dass es für uns so scheint, als wäre das schwierig zu beantworten, dass dann Zögern ist. Das Zögern, das du beim Antworten empfinden magst, ist nicht auf die Vieldeutigkeit der Frage zurückzuführen, denn die Frage ist ja sehr simpel. Aber glaubst du, dass Schuld die Hölle ist? Aha. Hier ist der Knackpunkt. Wir glauben nicht, dass Schuld die Hölle ist, sondern wir glauben, dass Schuld Leben ist. Wenn Schuld und Hölle in unserem Geist zusammengeführt werden und wir sehen können, es ist dasselbe, dann ist es klar, dass wir es fallen lassen. Denn Schuld kann nicht Leben sein. Schuld kann nichts sein, was lebendig ist. Es kann nichts betreffen, was lebendig ist. Schuld und Hölle gehören zusammen und sie können nicht das sein, was ich bin. Wenn du glaubtest, dass Schuld und Hölle,
dasselbe sind, würdest du sofort sehen, wie direkt und einfach das Übungsbuch ist. Und du würdest eines Übungsbuches, wie direkt und einfach das Textbuch ist, und du würdest eines Übungsbuches überhaupt nicht bedürfen. Niemand bedarf der Übung, um das zu erwerben, was er bereits hat. Wir haben bereits gesagt, dass deine Heiligkeit das Heil der Welt ist. Wir haben bereits gesagt, dass deine Heiligkeit das Heil der Welt ist. Wie steht es mit deiner eigenen Erlösung? Du kannst nicht geben, was du nicht hast. Ein Erlöser muss erlöst sein. Wie könnte er sonst Erlösung lehren? Nur mit Sicherheit ist hier ebenfalls die Klarstellung, hey, wenn du heilig bist, dann bist du und die Welt erlöst. Das ist keine vieldeutige, komplexe Angelegenheit, sondern es ist einfach nur ein Training darin, zu akzeptieren, dass es sich so verhält. Und deswegen sind diese Übungen sehr glücklich, weil du merkst, hey, das betrifft mich ja jetzt, du meine Güte. Die heutigen Übungen gelten dir in der Einsicht, dass deine Erlösung für die Erlösung der Welt entscheidend ist. Wenn du die Übungen auf deine Welt anwendest, zieht die ganze Welt daraus Nutzen. Puh, wow, danke. Danke, danke, danke. Ich hatte keine Ahnung, wie groß wir sind. Deine Heiligkeit ist die Antwort auf jede Frage, die jemals gestellt wurde, die jetzt gestellt oder in Zukunft gestellt wird. Lass uns das nicht schnell überlesen, weil noch 5 Absätze kommen. Nochmal. Deine Heiligkeit ist die Antwort auf jede Frage, die jemals gestellt wurde, die jetzt gestellt oder in Zukunft gestellt wird. Und eine Frage ist jede Idee von Zweifel in dir, die gar nicht vielleicht als Worte oder als Frage ausgedrückt wird, sondern einfach ein Gefühl von Unsicherheit über dich oder über irgendeine Situation. Und Jesus sagt, Wahrnehmung ist Zweifel. Also ist hier die Antwort auf jegliche Wahrnehmung. Und diese Antwort ist deine Heiligkeit. Und die ist jetzt deine Heiligkeit. Bedeutet das Ende der Schuld und deshalb das Ende der Hölle. Deine Heiligkeit ist das Heil der Welt und dein eigenes. Wie könntest du, dem deiner Heiligkeit gehört, von ihr ausgeschlossen sein? Wie könntest du, dem deiner Heiligkeit gehört, von ihr ausgeschlossen sein? Gott kennt keine Nichtheiligkeit. Und eine andere Quelle von Wirklichkeit gibt es nicht. Kann es sein, dass er seinen Sohn nicht kennt? Volle 5 Minuten werden heute für die 4 längeren Übungszeiten dringend empfohlen, wobei auch zur längeren und häufigeren Übung geraten wird. Wenn du mehr als die Mindestforderungen erfüllen möchtest, werden häufigere statt längere Übungen empfohlen, obgleich zu beiden geraten wird. Beginne die Zeiten der Übung wie gewöhnlich, indem du dir den heutigen Leitgedanken wiederholst. Mache dann mit geschlossenen Augen deine lieblosen Gedanken ausfindig, in welcher Form sie auch immer erscheinen. Als Beklommenheit, ja, so, ich weiß nicht, was ich tun soll, wo ist meine Orientierung? Depression, ja, so das niedrige Gefühl von, oh, ich will einfach nur meine Ruhe haben, mich zurückziehen. Türen zu, Fenster zu, Handy aus oder Netflix an, YouTube an. Ärger, ja, das heiße Gefühl, das du als Stärke empfindest. Angst, ja, alles ist bedrohlich und überall könnte eine Gefahr lauern. Sorge, eher was Nagenderes, ne? So, ich muss noch über irgendwas nachdenken. Angriff. So, endlich kannst du die Energie aufwenden und für deine Sicherheit sorgen und sozusagen aktiv reingehen in den Erhalt deiner Welt und deiner Existenz und weißt, wo du angreifen musst und deine Energie hinwenden musst, um sicher zu sein. Unsicherheit, also den,
das Fehlen des Bodens und der Orientierung und so weiter. Welche Form sie auch annehmen, sie sind lieblos und deshalb angsterregend. Also die Formen von lieblosen Gedanken, das sind alles Formen von lieblosen Gedanken und so weiter. Sie sind es also, aus denen du erlöst werden musst. Konkrete Situationen, Ereignisse oder Personen, die du mit lieblosen Gedanken jeglicher Art in Verbindung bringst, eignen sich als Gegenstand für die heutigen Übungen. Es ist für deine Erlösung unumgänglich, dass du sie anders siehst. Da du sie segnest, ist es, was dich erlösen und dir, dass du sie segnest, ist es, was dich erlösen und dir die Schau verleihen wird. Erforsche langsam deinen Geist, ohne bewusste Auswahl, noch übermäßige Betonung irgendeines Gedankens im Besonderen, nach jedem Gedanken, der zwischen dir und deiner Erlösung steht. Wende den heutigen Leitgedanken auf jeden von ihnen folgendermaßen an, und wenn ich eine Pause mache, ist da eine Lücke, wo du deinen konkreten Gedanken einsetzt. Meine lieblosen Gedanken über halten mich in der Hölle zurück. Meine Heiligkeit ist meine Erlösung. Meine lieblosen Gedanken über meinen Partner, meine Partnerin halten mich in der Hölle zurück. Meine Heiligkeit ist meine Erlösung. Meine lieblosen Gedanken über meine ungewisse Zukunft halten mich in der Hölle zurück. Meine Heiligkeit ist meine Erlösung und so weiter. Du findest die Übungszeiten möglicherweise einfacher, wenn du mehrmals kurze Zeiten einfügst, in denen du lediglich den heutigen Leitgedanken einige Male langsam bei dir wiederholst. Du magst es ebenfalls als hilfreich empfinden, einige kurze Zeiträume einzuschieben, in denen du dich einfach entspannst und scheinbar an nichts denkst. Anhaltende Konzentration ist zunächst sehr schwierig. Es wird viel leichter gehen, wenn dein Geist erst einmal disziplinierter ist und sich weniger ablenken lässt. Unterdessen solltest du ruhig Abwechslung in jeglicher Form, die dich anspricht, in die Übungszeiten einbringen. Verändere jedoch nicht den Leitgedanken selbst, wenn du die Art seiner Anwendung variierst. Wie auch immer du den Leitgedanken anzuwenden beschließen magst, er sollte in einer Weise vorgebracht werden, die zum Ausdruck bringt, dass deine Heiligkeit deine Erlösung ist. Beende jede Übungszeit mit einer nochmaligen Wiederholung des Leitgedankens in seiner ursprünglichen Form und füge hinzu: Wenn Schuld die Hölle ist, was ist ihr Gegenteil? Also, meine Heiligkeit ist meine Erlösung. Und wenn Schuld die Hölle ist, was ist ihr Gegenteil? Oh, danke. Danke, 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 danke. Na, und wie die Substanz deines konditionierten Geistes sozusagen aufgelockert wird. Und natürlich ist dein konditionierter Geist sozusagen keine Substanz, aber nehmen wir das, die Gesamtheit deiner angehäuften Informationen über dich und die Welt. Es wird wirklich aufgelockert durch diese Übung und durch diese Anwendung. Und in dieser Auflockerung kann was Neues rein. Ich habe mir gerade Werbung angeguckt für das Düngen von Rasen oder für das Kalken von Rasen. Und da wurde mir klar, dass man Rasen lüften muss, ein paar Mal im Jahr. Und dieses Bild kam mir gerade, dass es einfach auf täglicher Basis die Lockerung des Geistes bedarf. Denn er ist wirklich festgetreten in seinen Überzeugungen, in seinen Ansichten. Und das, was uns gegenwärtig angeboten wird, ist ein neuer Bezug. Nicht das, was sozusagen verdichtet, komprimiert, trainiert, einstudiert, wiederholt, variiert wurde in Trennungsdenken, sondern das, was dich gegenwärtig daraus befreit, weil du siehst,
Nichts davon stimmt. Wenn Schuld die Hölle ist, was ist dann ihr Gegenteil? Deine gegenwärtige Heiligkeit. Dein gegenwärtiges Leuchten. Und das kann nicht forciert werden mit dem mentalen Denken, sondern es kann nur durch dich begünstigt werden, der du heilig bist. Und Jesus ist hier und sagt, ja, mein Versprechen wird durch dich eingelöst. Du bist hier, um mich zu repräsentieren. Du bist hier, um den Himmel zu repräsentieren. Du bist hier, um mir nachzufolgen. Und das bedeutet, dass du das widerspiegelst, was ich auch wieder gespiegelt habe. Und lass meine Rolle gewesen sein. Aber du hast eine ganz eigene Rolle und sie betrifft die Settings oder das Setting, den Rahmen, in dem du dich gerade wiederfindest. Und da kommt mir ein lustiger Kommentar von YouTube gerade in den Sinn. Jemand meinte, was ist ein Lernzerdings? Und ich meinte ein Lernsetting, also eine Lernumgebung. Und dies hier ist deine Lernumgebung, die das gesamte Licht des Universums enthält. Ein Lernzerdings, in dem du jetzt nach Hause gehen kannst und sagen kannst, danke, danke für eine ungeahnt schnelle Antwort. Danke für ein ungeahntes Abkürzen meines Nachhauseweges, denn ich bekomme die Reflexion, dass ich der Himmel bin. Und da war gar keine Distanz, da war gar keine Distanz zu überbrücken. Es musste mir nur klar werden, dass Schuld die Hölle ist und dass ich ihr Gegenteil bin und Schuld und Hölle vergangen sind. Wow, danke. In den kürzeren Anwendungen, die 3- oder 4-mal stündlich, wenn möglich öfter durchgeführt werden sollten, kannst du dir diese Frage stellen oder den heutigen Gedanken wiederholen, am besten beides. Wenn Versuchungen aufkommen, so ist eine besonders hilfreiche Form des Leitgedankens diese: meine Heiligkeit erlöst mich daraus. Wieder was ganz konkret Praktisches. Meine Heiligkeit erlöst mich daraus. Und wie Jesus sagt, ich bin tatsächlich bei dir. Ich bin tatsächlich jetzt bei dir und bis ans Ende der Notwendigkeit eines Lernsettings. Bis Raum und Zeit vergeht, weil dann klar wird, dass du tatsächlich im Himmel bist und es nie verlassen hast. Und wir ineinander sind, wir ineinander wohnen, da wir eins sind. Und alles, was es brauchte, war einfach ein fokussiertes, systematisches Geistestraining, dem du dich für einen Augenblick lang anschließt, weil du sagst, ich habe hier eh nichts anderes zu tun. Und da deine Heiligkeit die Erlösung der Welt ist und die Antwort auf jede Frage, die irgendwann in Zeit gestellt wurde oder wird oder jetzt gestellt wird, ist das hier wirklich eine Feier deines Nachhausekommens. Und da du nicht für dich alleine lernst, sondern für jeden, weil Geister verbunden sind, ist das hier die Zusammenarbeit vor dem Herrn, buchstäblich. Ich danke dir für das gemeinsame Hören auf seine Stimme und seine Instruktionen, wie Heiligkeit sich in uns ausdehnen soll, wie wir darin behilflich sind, durch diese Übung Heiligkeit überall hin ausdehnen zu lassen. Meine Heiligkeit ist meine Erlösung. Wenn Schuld die Hölle ist, was ist ihr Gegenteil? Danke, ihr Lieben, wir sehen uns in diesem Moment. Gott segne dich, Gott segne uns. Gott segne jeden Einzelnen und wir sehen uns in diesem Moment im Licht der Wirklichkeit. Danke für Vergebung.